Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video des digitalen Einsteigerlauftreffs des Netzwerkkörpers. Wir hoffen, du hast deine ersten Trainingseinheiten gut überstanden. Schwere Beine und Muskelkater sind möglich, aber keine Sorge, das wird sich mit der Zeit geben. Jetzt in der zweiten Woche geht es darum, langsam deine Laufintervalle zu verlängern und deine Gehpausen zu verringern. Aber denk bitte daran, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und durchlaufen zu wollen, denn dein Körper braucht Zeit, sich an die neue Belastung zu gewöhnen. In der zweiten Woche solltest du wieder 2 bis 3 Mal laufen gehen. Beginne wieder mit 5 Minuten zügigem Gehen, um dich warm zu machen. Dann beginnst du mit dem Laufen, diesmal für 2 Minuten lang. Achte dabei wieder, dass deine Herzfrequenz nicht über deine gelbe Zone hinausgeht. Dann machst du eine Gehpause von 4 Minuten lang, um dich wieder ein bisschen zu erholen. Diesen Wechsel aus Laufen und Gehen solltest du wieder 4 bis 5 Mal wiederholen, wobei die letzte Gehpause gerne wieder ein bisschen länger sein kann, um als Cooldown zu dienen. Denk daran, am Ende deine Trainingseinheit in deinem Flow-Account wieder hochzuladen, damit wir dir ein nettes Feedback zu deinem Training geben können. Wir wünschen dir viel Spaß dabei und bleib gesund!